war bei Focus Online zu Gast und das Interview schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Es geht um den Erfolg des BSWs und um die Politik, die sie in Deutschland machen will. Also ich bin sehr gespannt. Ich selbst bin kein Mitglied des BSWs, aber sympathisiere mit dieser Partei. Ich meine, ja, sage ich nur vor jedem Video zur Transparenz, damit ihr mich ungefähr einschätzen könnt. Woher kam dann die Kraft, sozusagen aus diesem Loch wieder herauszukommen? Einerseits, weil der Handlungsbedarf dringender wurde, weil man spürte, das waren ja, ich meine, auch die Ergebnisse der AfD sind ja nicht, die sprechen ja nicht dafür, dass die Menschen alle jetzt plötzlich rechts geworden sind oder wie immer gesagt, wir hätten einen Rechtstrend im Land. Das ist völliger Unsinn. Sie sprechen dafür, wie viele Menschen unzufrieden sind, wie viele Menschen auch politisch heimatlos sind, wie viele Menschen sich Veränderung wünschen. Und das waren ja drei große Themen, die die AfD stark gemacht haben. Das erste und sicherlich auch nach wie vor wichtigste, die Migration, also dass die Menschen sich zu Recht Sorgen machen, wenn in Schulklassen mehr als die Hälfte kein Deutsch spricht, wenn auf öffentlichen Straßen und Plätzen sie sich teilweise nicht mehr sicher fühlen, wenn sie keine Wohnung mehr finden, wenn einfach vieles aus dem Ruder gerät. Das ist ein ganz großes und ganz wichtiges Thema. Dann kam die Corona-Zeit, wo willkürlich Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Und die einzige Partei damals, die das kritisiert hat, war die AfD. Also bevor sie in der Regierung war, auch noch die FDP. Und dann ist sie in die Ampel gegangen. Und dann ging es nicht nur so weiter, sondern es wurde ja sogar noch schlimmer mit der Ausgrenzung der Ungeimpften. Ja, also die Leute haben FDP gewählt, weil sie auf die ja, auf diese Maßnahmen während Corona keine Lust hatten, weil sie eigentlich wollten, dass sowohl die Impfkampagne als auch die ganzen Maßnahmen, weil das beendet wird und weil sie auf diese Polarisierung des Meinungsklimas keine Lust mehr hatten und wollten, dass die Meinungsfreiheit geschützt wird. Also das sind, glaube ich, so Motive, die man bei Querdenken sehr viel gesehen hat. Also zuerst ging es um eine Kritik an ja, dieser ganzen Corona-Politik und dann an allem, was damit einherging, also der massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit zum Beispiel. Und dann ist alles mit der FDP nochmal enorm eskaliert. Also okay, Corona war da, ist dann langsam ausgelaufen. Wie gesagt, Diskriminierung der Ungeimpften gab es ja dann auch nochmal extrem. Also da hat die FDP auch ganz viel enttäuscht. Aber Corona ist ja dann ausgelaufen und die Meinungsfreiheit und das gesellschaftliche Klima, das wurde immer weiter vergiftet. Und die FDP, die gehört ja jetzt gerade zu den schlimmsten Kriegstreibern, die sowohl bei Nahost als auch bei Ukraine unseren liberalen Staat immer weiter aushöhlt und immer mehr auf autoritär wendet. Also bei der FDP, da werden ja nicht ohne Grund Leute wie Strack-Zimmermann nach vorne gestellt. Und die FDP eben. Würden nicht kleinen Anteil an Wählern gehabt haben, die sie wegen ihrer Wirtschaftskompetenz gewählt haben. Also da hat die FDP ja auch mitgeworben, die hat ja auch gerade bei jungen Wählern mitgeworben, wir stärken die Wirtschaft und die Deindustrialisierung in Deutschland, die beschleunigt sich gerade. Wir erleben seit 2018 Niedergang der deutschen Industrie. Die Autoindustrie, die ist jetzt nochmal erneut in Probleme geraten, der Wohnungsbau ist um Drittel eingebrochen. Also die FDP hat vor allem durch ihren Finanzminister Christian Lindner, der trägt da, glaube ich, maßgeblich die Mitschuld. Also der ist, glaube ich, der schlimmste Minister, den die Bundesregierung hat. Gerade dadurch hat sie alles noch mal vor die Wand gefahren. Also die FDP, die würde jetzt wirklich vollkommen verdient aus dem Bundestag fliegen, sollte sie das nach den nächsten Wahlen tun. Und dieser ganz üblen Kampagne, ja, also die Corona-Zeit und dann kam das Thema Krieg und Frieden, der Krieg in der Ukraine und die Reaktion des Westens darauf, ausschließlich auf Waffenlieferungen zu setzen und dadurch uns auch immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Und ein Teil der Wähler, die AfD wählen, tun das ja auch, weil sie mit diesem Kurs nicht einverstanden sind. Das heißt, es gibt ganz viele Themen, wo die Menschen sich dringend eine andere Politik wünschen. Und die großen sozialen Fragen, wie gesagt, Rente, Löhne, die sind ja unverändert auch noch da. Jetzt ziehen Sie ja in den ein oder anderen Landtag derzeit ein, wenn Sie in die Landesregierung kommen. Was für eine Politik können wir von Ihnen erwarten? Wir werden nur in eine Landesregierung gehen, wenn wir das einlösen können, was wir den Menschen versprochen haben. Dass Sehr gute Antwort. Und das ist mit CDU und SPD nicht möglich. Also deswegen sollte das BSW in keine Landesregierung gehen. Also CDU und SPD, die haben völlig offen gesagt, dass sie keine Lust haben, die Schuldenbremse aufzuheben, dass sie keine Lust auf eine andere Außenpolitik haben. Also die SPD Brandenburg, die scheint sich jetzt kompromissbereit zu geben. Wie konsequent das dann sein wird, das werden wir sehen. Denn die SPD, die kann dann den Koalitionsvertrag schreiben, was sie will. Also irgend so ein allgemeines Bekenntnis zu Frieden. Wenn dann in der realen Politik die SPD trotzdem alle Friedensinitiativen blockiert und keine Politik in diese Richtung macht, dann nützt das nichts. Also das hat die SPD in großen Koalitionen auf Bundesebene ja selber erleben müssen. Man hat da so schöne soziale Verbesserungen in den Koalitionsvertrag geschrieben und dann hat die CDU das in der Regierung einfach nicht umgesetzt.
Damit muss man auch rechnen. Also, dass die SPD auch einen relevanten Teil von dem, was im Vertrag steht, nicht umsetzen wird. Das ist das normale Verhalten von CDU und SPD. Also man sollte jetzt nicht glauben, dieser Koalitionsvertrag wäre eine Wunderwaffe und der Partner würde sich daran halten. Also selbst wenn da ein Bekenntnis zu Frieden dran drinsteht, muss dann im Auswärtigen Ausschuss des Bundesrates, muss dann auf der realen Ebene, auf der realpolitischen Ebene im Bundesland tatsächlich was für Frieden getan werden. Also beispielsweise muss die Friedensbewegung gestärkt werden. Beispielsweise muss dieses ganze Netzwerk an transatlantischen Thinktanks trockengelegt werden, die für Krieg und Aufrüstung werben. All das muss passieren und das wird mit der SPD nicht möglich sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Werden nicht ihre ganzen Parteifreunde, die in diesen Thinktanks sitzen, enttäuschen. Die werden nicht plötzlich toleranter gegenüber pro-palästinensischen Demonstrationen sein. Die werden nicht toleranter gegenüber der Friedensbewegung sein. All das wird es nicht geben. Das ist zunächst mal, dass die Landesregierung auch in der Frage von Krieg und Frieden und Diplomatie zu Wort meldet, dass sie Position bezieht, dass sie auch Position bezieht zu dieser geplanten Stationierung von UN. Ja, dass sie Position bezieht und dass sie in ihrem Bundesland dann auch Fakten schafft. Also, dass sie dort die Bedingungen für die Friedensbewegung erleichtert. Dass dann den Leuten nicht mehr ihre Bankkonten gekündigt werden. Dass dann Demonstrationen nicht mehr pauschal verboten werden. Dass der Landesverfassungsschutz dann nicht mehr die Friedensbewegung bespitzelt. Also all das sind also diese Übergriffigkeiten durch den Verfassungsschutz, die müssen aufhören. Idealerweise müsste der Verfassungsschutz abgeschafft werden. Das wären Dinge, die dann, die man umsetzen müsste. All das wird mit der SPD nicht möglich sein. Alleine bei dem Thema Krieg und Frieden. Von Wirtschaftspolitik, von Bildungspolitik auf Landesebene haben wir noch gar nicht angefangen. US-Mittelstreckenraketen, die sehr gefährlich ist, weil wir haben keine Fähigkeitslücke. Also wir hatten diese Woche in unserer Bundestagsgruppe Oberst Wolfgang Richter zu Gast. Der ist ein sehr versierter Militär. Der hat ganz klar gesagt, um auf einen russischen Schlag zu reagieren, haben wir genug. Wir sind, die NATO ist Russland um Längen überlegen in den Luftstreitkräften, in den Seestreitkräften. Diese Raketen haben einen einzigen Unterschied zu allem, was wir bisher haben. Sie taugen für einen Überraschungsangriff. Und ganz egal, ob die USA so einen Plan oder nicht, es reicht, wenn Russland Angst davor hat, dass so ein Angriff bevorsteht, weil sie dann als erstes auf den Knopf drücken. Und dann sind wir in der Ziellinie russischer Nuklearraketen. Und deswegen stationiert auch kein anderes Land diese Raketen. Also das, sich dagegen zu wenden und diese Stationierung zu verhindern, das wäre natürlich auch für eine Landesregierung wichtig. Die Corona-Aufarbeitung, wir wollen Untersuchungsausschüsse in den Landtagen, wir wollen Corona-Amnestiegesetze, ich halte das für überdringlich. Es ist ja immer noch so, dass die Urteile aus dieser Zeit alle gelten. Also es sind ja viele Menschen, die sich gegen Regeln gewehrt haben, von denen man heute weiß, dass diese Regeln überhaupt nicht wissenschaftlich begründet waren. Trotzdem wurden sie verurteilt. Und diese Strafen gelten ja auch immer noch. Das sind ja teils Geldstrafen, aber teils auch Schlimmeres. Es gibt immer noch laufende Verfahren, also eine Amnestie. Slowenien hat das 2023 gemacht. Sie haben alle damaligen Verfahren, alle Urteile aufgehoben und den Menschen die Strafen und die Prozesskosten zurückerstattet. Zumindest auf Landesebene kann man das machen. Auf Bundesebene wäre es besser, aber auf der Landesebene ist das eine der Bedingungen auch. Und dann gibt es halt die vielen wirklich ganz konkreten landespolitischen Themen, innere Sicherheit, Migration, also die Integration in den Arbeitsmarkt, das Problem der Bildung, also der Ja, was braucht man für innere Sicherheit? Man muss mehr Polizisten einstellen. Man muss mehr Staatsanwälte einstellen, mehr Richter. Also man braucht Geld. Was braucht man für bessere Bildungspolitik? Jetzt mal unmittelbar, also eine Bildungsreform in der Koalition mit einem Koalitionspartner, der eigene Vorhaben hat, schwierig, schwierig. Also man kann vielleicht Lehrpläne ein bisschen straffen, aber da groß was in der Struktur zu reformieren, wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber was man machen kann, mehr Lehrer einstellen. Also was braucht man dazu? Geld. Wenn man öffentlichen Nahverkehr ausbauen will, was braucht man dazu? Geld. Wenn man öffentliche Infrastruktur ausbauen will. Was braucht man dazu? Mehr Geld. Wenn man eine Industriepolitik machen will, um den ländlichen Raum zu stärken, gerade im Osten, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, überall sehr wichtig. Was braucht man dazu? Geld. Sehr viel Geld. Und was wird man unter den Bedingungen der Schuldenbremse auf keinen Fall bekommen? Genau, Geld. Das heißt, mit der Schuldenbremse kann man eine grundlegend andere Politik, egal ob es innere Sicherheit, Bildung, sonst irgendwas betrifft, auf Landesebene sowieso ausschließen. Also ohne Aussetzung der Schuldenbremse keine andere Politik. Das heißt, wenn der Koalitionspartner nicht zur Aussetzung der Schuldenbremse bereit sein sollte, was sowohl CDU als auch SPD nicht sind, und ich rede hier wirklich von der Aussetzung der Schuldenbremse auf Landesebene. Ich rede nur von einer abstrakten Reform der Schuldenbremse, wo man sowieso erst eine Zweidrittelmehrheit für bräuchte, die das BSW sowieso mit keinem der möglichen Koalitionspartner in keinem der Länder hätte.
Also wirklich, ich rede von einer kompletten Aussetzung der Schuldenbremse. Dafür bräuchte man eine einfache Mehrheit. Und wenn der Koalitionspartner dazu nicht bereit sein sollte, und bisher sieht es nicht dazu so aus, als ob irgendwer dazu bereit wäre, solange kann man eine Koalition gleich vergessen. Und wie gesagt, ich hatte es gerade auf friedenspolitischer Ebene begründet, da wird die SPD auch nicht bereit sein und die CDU erst recht nicht, da eine grundlegend andere Politik zu machen. Von den Schulstunden, auch das Problem der Lehrpläne. Also wir wollen, dass Handys, dass Tablets zumindest aus der Grundschule komplett. Ja, aber das ist doch nicht das größte Problem. Also das größte Problem ist der Unterrichtsausfall. Aus dem Unterricht verschwinden, dass wieder auf analoge Lehrmittel und Lernmittel gesetzt wird, weil es einfach viele Studien gibt, die belegen, dass Kinder dann besser lernen. Und wir wollen auch die Lehrpläne verändern. Wieder Fokus auf die Kernfähigkeiten, Lesen, Rechnen, Schreiben, statt so wolkige Kompetenzen, wo keiner richtig weiß, was das wirklich ist. Die Frage Infrastruktur, die Frage, wie wir auch bei der Polizei weitermachen. Also es gibt auch viele landespolitische Themen, wo wir sehr konkrete Vorstellungen haben und wo ich denke, die Menschen wünschen sich dringend, dass sich da etwas verändert. Ich erinnere mich, aber eine Änderung wird mit CDU und SPD nicht möglich sein. Dass wir uns Anfang diesen Jahres bei Hart aber Fair getroffen und kennengelernt haben und als ich dann in meinem Umfeld so gesagt habe, Mensch, ich sitze in der Sendung und habe dann so erzählt, wer alles dabei sitzt, nämlich Sarah Wagenknecht unter anderem. Und dann sagte so mein Umfeld aus Unternehmerinnen, aus Wirtschaftsleuten, sagten dann, sag mal, Tijen, wenn du die Gelegenheit hast, sie zu fragen, frag sie doch mal, was eigentlich die BSW von der AfD gerade in Migrations- und Russlandspolitik unterscheidet. Damals. Sie hat ja ein tolles Umfeld. Ich dachte jetzt, sag mal, wie die Steuerpläne des BSW aussehen, müssen wir da mehr Steuern zahlen? Frag sie mal zur AfD und zu Russland. Also die bewegt sich in keinem normalen Unternehmerumfeld. Das würde ich jetzt mal sagen. Sie bewegt sich in einem sehr liberalen, sehr transatlantischen Umfeld. Nicht machen, weil es ging alles schnell und deswegen mache ich es jetzt. Was ist der Unterschied? Also der Unterschied bei der Migration ist, dass wir keine Ressentiments schüren und bei der AfD, also man kann ja sagen, es gibt ja gar nicht die AfD. Es gibt in der AfD Leute wie Herrn Chrupalla und andere, die wären früher ganz normal mit den gleichen Positionen in der CDU gewesen. Und die wollen die Migration beschränken und haben da teilweise, fordern Dinge, die jetzt viele andere Parteien auch fordern. Und ja, die auch so im BSW-Programm stehen. BSW und AfD-Programm sind sich sehr, sehr ähnlich, was Migration angeht. Also da braucht man jetzt, glaube ich, keine Differenzen zu konstruieren, wo keine sind. Die ich schon auch 2016 verlangt habe. Aber es gibt eben in der AfD auch einen, und zwar zunehmend starken Flügel. Der bekannteste Kopf ist Herr Höcke, aber auch in Brandenburg der Spitzenkandidat, auch in Sachsen, die sind im Grunde aus gleichem Holz. Und wenn ich Herrn Höcke höre, wie er sagt, also wir haben schwache Volksteile, er fordert einen notwendigen Aderlass, er propagiert notwendige Grausamkeiten oder wohltemperierte Grausamkeiten. Es gibt auch immer aus der AfD immer wieder so Anspielungen. Es wird ja richtig damit gespielt, NS-Terminologie zu benutzen. Und da muss ich sagen, da kommt mir das blanke Grausen. Und das sind ja auch die Leute, naja, die. Wobei man sagen muss, NS-Terminologie wird auch von den etablierten Parteien verwendet. Also ich meine, es waren keine AfD-Abgeordneten, die Bundestag Slava Ukraini geschrien haben. Also den Schlachtruf der ukrainischen Faschisten während des Zweiten Weltkrieges. Also die Normalisierung von NS-Terminologie, die ist jetzt keine Eigenheit der AfD. Also nach der Logik müsste man auch Koalition mit den Grünen und der CDU ausschließen. Also mit den Grünen schließt das BSW ja auch Koalitionen aus guten Gründen. Die AfD regierungsunfähig machen. Also wegen solchen Leuten könnten wir ja auch nicht sagen, okay, wir gehen mit der AfD zusammen, weil es einfach mit einem, ich möchte nicht, dass Herr Höcke Macht bekommt und auch anderen. Es ist so ein moralisches Herangehen an Politik, was nicht gut ist. Also wir haben es gerade bei den Nachdenkseiten gehört, es ist nicht die Aufgabe des BSW, die AfD zu verhindern. Also wenn Björn Höcke in Thüringen die stärkste, also mit Abstand stärkste Partei vertritt, wenn die AfD ihn zum Kandidaten für den Ministerpräsidenten aufstellt und wenn die anderen Parteien sich auf keinen Kandidaten einigen und wie gesagt, das BSW und CDU, die liegen so weit auseinander, da kann es eigentlich kein Zusammengehen geben.
dann wird Höcke nun mal Ministerpräsident. Und dann vielleicht in der Minderheitsregierung. Also er hätte dann keine parlamentarische Mehrheit, könnte nicht viel umsetzen, aber er wäre dann Ministerpräsident. Und man sollte sich nicht zum Ziel setzen, ihn zu verhindern. Das führt nur dazu, dass man sich an der Koalition beteiligt, wo man dann selbst die falsche Politik macht, gegen die man angetreten war. Dann fällt das BSW als oppositionelle Kraft aus. Also sich als Ziel zu setzen, einen anderen zu verhindern, damit schwächt man seine eigene Position wirklich ungemein. Also das ist strategisch absolut nicht klug, sich so ein abstraktes Ziel zu setzen. Also wenn Höcke nun mal stärkste Kraft in Thüringen wird und die AfD da, wie gesagt, eine Minderheitsregierung macht oder Koalition mit der CDU oder was auch immer, ja, dann liegt es nicht am BSW, das zu verhindern, sondern dann liegt es in der Hand des BSW, da gute Oppositionsarbeit gegenzumachen. Nicht, die eben in diesem rechtsextremen Lager sind, weil das ist gefährlich. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen die Widersprüchlichkeit unserer Zeit. Ich weiß, dass die meisten Wähler solche Positionen nicht wollen, aber indem sie die AfD wählen, wählen sie eben auch eine Partei, in der es diese Position, diese Person gibt. Und das ist ja auch etwas, warum wir als BSW angetreten sind. Wir wollen denen, die diese notwendigen Veränderungen sich wünschen, die Chance geben, das zu wählen, ohne einen Herrn Höcke und andere mitwählen zu müssen. Und bei der Frage, also zum Beispiel auch Herr Krah sagt ja sozusagen, wir sind Deutsche, weil unsere Vorfahren Deutsche waren. Also das ist eine biologistische, genetische Definition von Deutschtum. Das ist wirklich etwas, da kommt mir wirklich die nackte Angst, wenn so etwas wieder stärker auch also Raum greift und ideologisch mächtig wird. Und bei der Russlandpolitik, ja, auch die AfD fordert Verhandlungen. Das ist etwas, was wir teilen. Und ich finde auch falsch, eine Debatte zu führen, ja, weil die AfD das fordert, darf man das nicht. Also wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, sage ich deswegen nicht, er ist grün. Aber die AfD ist zum Beispiel sehr wohl dafür, dass wir auch immer mehr Geld für Rüstung ausgeben. Sie unterstützt das 2%-Ziel der NATO. Obwohl wir bereits einen riesigen Militäretat haben, das muss man ja sagen. Ich will auch. Ja, also das sind dann Leute wie Rüdiger Lucassen. Das sind dann diese neoliberalen Transatlantiker, die in den Medien gerne als gemäßigt geframed werden, die aber wirklich irre Sachen fordern. Also aus der AfD, aus dieser gemäßigten Richtung, kam auch schon die Forderung nach einer deutschen Atombombe. Also die Leute, die in den Medien als gemäßigt geframed werden, was sind die radikalsten Kriegstreiber, die es in der AfD gibt, die auch am entschiedensten den Völkermord in Gaza beispielsweise unterstützen? Dass unser Land sich verteidigen kann. Also das sage ich auch. Ich bin jetzt nicht die Art Pazifistin, die der Meinung ist, wir brauchen überhaupt keine Bundeswehr und wir brauchen überhaupt nichts. Das ist in unserer heutigen Welt leider nicht denkbar. Ich würde mir eine Welt wünschen, die anders wäre, weil natürlich alles, was für Waffen und Mordwerkzeug an gesellschaftlichen Ressourcen ausgegeben wird, haben wir nicht mehr für Schulen, haben wir nicht mehr für Gesundheitsversorgung und Pflege. Aber klar, verteidigungsfähig müssen wir sein. Aber ja, aber das können wir wahrscheinlich schon für 20 Milliarden oder wahrscheinlich noch weniger, wenn das Geld effizient ausgegeben werden würde und nicht in irgendwelchen korrupten Kanälen versickern würde. Dafür brauchen wir auch keine amerikanischen F-35-Flugzeuge, sondern das könnten wir alles mit einer staatlich organisierten deutschen Rüstungsindustrie schaffen. Wie gesagt, gerade ist in privater Hand, deswegen verdienen Rheinmetall und so eine ganze Menge mit, was sie nicht verdienen würden, hat Sarah Wagenknecht ja auch schon alles aufgezeigt. Also sie hatte da mal in einem Video vorgerechnet, dass wir durch Ukraine-Hilfen und Rüstungsausgaben pro Jahr, also nicht Rüstungsausgaben, sondern Ausgaben, die wir zu viel an die Rüstungsindustrie zahlen. Also Übergewinne, die die Rüstungsindustrie macht. Also wo sich Lockheed Martin, Rheinmetall und noch die ganzen anderen tollen Konzerne wie Boeing und so wirklich Übergewinne einstecken. Also wo sie Vertrag abschließen und die Kosten beispielsweise von gekauften Flugzeugen oder Helikoptern, die verdoppeln sich dann im Laufe des Kaufverfahrens. Also wo der Staat quasi Rüstungskonzerne mit Geld überschüttet oder wo er irgendwelche Beraterverträge liest. Wenn man all das und die Ukraine-Hilfen einsparen würde, dann könnte Deutschland pro Jahr 100 Milliarden Euro sparen. Und wir verlieren pro Jahr auch noch 200 Milliarden, auch noch 100, über 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung. Also wenn wir diese Sachen einsparen würden, also Steuerhinterziehung effizient bekämpfen, diese Ukraine-Hilfen einstellen, Rüstungsausgaben einschränken, Rüstungsausgaben wieder aufs notwendige Maß zurückführen, wir könnten pro Jahr 200 Milliarden Euro mehr haben, die wir dann für sinnvolle Sachen ausgeben könnten. Wir brauchen keine Aufrüstung, die AfD unterstützt die. Und die AfD unterstützt zum Beispiel auch die wirklich, finde ich, barbarische Kriegsführung im Gazastreifen. Also sie stellt sich an die Seite der Regierung Netanyahu. Ja, sehr gut, dass ihr das anspricht. Also ich glaube, dieses Nahost-Thema, da muss man die AfD wirklich stellen. Viele AfD-Wähler sind friedensbewegt, die also
haben sicherlich restriktive Positionen in der Migrationspolitik, was ja auch reinspielt. Also Israel löst hier gerade eine neue Flüchtlingswelle aus. Also im Libanon sind bis zu 1 Million Menschen auf der Flucht. Wie gesagt, der Krieg hat gerade erst begonnen, Einmarsch von Israel. Man findet verschiedene Zahlen, aber bis zu 1 Million Flüchtlinge in der kürzester Zeit, die fliehen größtenteils nach Syrien. Aber ein Teil wird sich in die Türkei durchschlagen, ein Teil wird sich bis nach Europa durchschlagen und dann haben wir hier wieder libanesische Flüchtlinge. Also auch diejenigen, die nicht wollen, dass hier Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die sollten sich gegen diesen Wahnsinn, den Israel da gerade in der Region beginnt, einsetzen. Wenn es zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt, dann haben wir Dutzende Millionen Flüchtlinge in der Region. Und da wird ein Teil davon auf jeden Fall nach Europa kommen. Davon können wir dann ganz sicher ausgehen. Also wer keine Flüchtlinge hier haben will, wer sich für Frieden einsetzt, also jetzt auch unabhängig von diesem Thema, der muss diese israelische Kriegsführung absolut verurteilen. Und der darf auch keine Waffen nach Israel liefern, was Deutschland ja gerade in sehr exzessivem Ausmaß macht. Was ich auch beängstigend finde, weil das ist keine Selbstverteidigung mehr. Also ich verstehe völlig, dass ich Israel gegen das barbarische Massaker der Hamas verteidigen musste. Aber zehntausende Kinder zu ermorden mit wahllosen Bombardements ist keine Selbstverteidigung. Wenn Sie jetzt, Sie haben sehr viel auch darüber gesprochen, was Sie sozusagen unterscheidet. Jetzt ist es dennoch so, dass... Absolut, das ist das israelische Militär hat die sogenannte Dahiya-Doktrin. Dahiya, das ist benannt nach dem Stadtteil in der libanesischen Hauptstadt Beirut, aus dem die Hezbollah kommen. Diesen Stadtteil hat Israel in der Vergangenheit schon in Schutt und Asche gelegt, weil da, wie gesagt, die Hezbollah herkamen, hat dabei größtenteils Zivilisten getötet, hat da ganze Häuserblocks eingeäschert. Und nach den brutalen Bombardierungen dieses Stadtviertels ist da diese Doktrin benannt, die eben vorsieht, dass Regionen, aus denen Israel beschossen wird, in Gänze alles zerstört wird, was der Feind irgendwie nutzen könnte. Und es wird nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten unterschieden. Das heißt, irgendein Waffenlager der Hezbollah ist genauso ein legitimes Angriffsziel wie ein Wohnblock, wo Hezbollah-Kämpfer auch nur vermutet werden oder wo man davon ausgehen kann, dass die Bevölkerung irgendwie positiv zu Hezbollah eingestellt ist. Also es wird nicht mehr zwischen ziviler und militärischer Infrastruktur unterschieden. Jeder Libanese ist ein potenzieller Hezbollah-Unterstützer und damit ein legitimes Angriffsziel aus Sicht der israelischen Armee. Jeder Palästinenser ist potenzieller Hamas-Unterstützer und damit ein legitimes Angriffsziel. Das ist, wie gesagt, die Dahiya-Doktrin. Danach geht die israelische Armee in Gaza und jetzt auch im Libanon vor. Die AfD totalen Aufwind bekommt. Und ich glaube, alles, was Sie sagen, erlebe ich natürlich auch in meinem Umfeld, dass viele Leute sagen, ich bin wahnsinnig unzufrieden mit der Ampelkoalition, mit unserem Kanzler, mit der Stagnation in unserem Land. Trotzdem kriegt diese AfD einfach wahnsinnig viel Zustimmung und auch von Menschen, die, würde ich sagen, eigentlich ja konstruktiv unterwegs sind, dieses Land auch lieben. Wie erleben Sie ganz persönlich diesen Aufstieg dieser Partei? Wie schauen Sie darauf? Er ist ein Signal dafür oder auch ein Sinnbild dafür, wie viele Menschen, und zwar zu Recht, unzufrieden mit der Politik sind, weil sie seit Jahren erleben, dass ihre Interessen in den politischen Entscheidungen keine Rolle spielen, dass sie überhaupt nicht gesehen werden, dass viele Politiker auch offenbar gar nicht wissen, welche Probleme sie haben. Also das Sinnbild dafür war ja, ich meine, ich will nicht immer darauf rumreiten, aber es war ja wirklich so, das Heizungsgesetz von Herrn Habeck. In einer Situation, wo die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen, wir wirklich auch in einer wirtschaftlichen Krise sind, viele Menschen ohnehin schon Angst haben, nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt er mit der Idee um die Ecke, ja, es könnten sich doch alle mal eben eine Wärmepumpe einbauen. Und ja, auch mit dem Druck dazu. Also das war ja in der ursprünglichen Fassung war das ja ein ganz rabiates Gesetz. Auch in der jetzigen Fassung darf man nicht vergessen, das Gesetz gilt ja. Und wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt und die entsprechende Kommune nicht berücksichtigt wird, ist der Druck ja da. Aber damals war es natürlich noch brachialer, sodass ich habe ja Verwandte zum Beispiel in Thüringen. Und ein Teil davon hat auch ein eigenes Häuschen, hat sich das wirklich hart erarbeitet. Und ich habe Menschen gesehen, die waren den Tränen nahe, weil sie Angst hatten, existenzielle Angst, dass sie ihr Haus aufgeben müssen, weil sie genau wissen, das wäre bei ihrem Haus ein solcher Umbau. Also es sind ja ältere Häuser, teilweise, ich meine, zu DDR-Zeiten hat man viele Häuser selber gebaut, das sind keine modernen Niedrigenergiehäuser, wo man mal eben eine Wärmepumpe einbauen kann. Und die Leute haben auch keine riesigen Depots an Geld, wo sie sagen, okay, also ein Umbau 100.000 Euro, klar, ohne Probleme, sondern das hätte sie um ihre oder würde sie um ihr Haus bringen. Und da haben Menschen
so eine Angst gehabt und aus dieser Angst heraus auch eine Wut, weil sie sich sagen, wo lebt eigentlich dieser Mann? Vor allem diese Umbaukosten von 100.000 Euro, wenn ihr das Haus dann verkaufen müsst, was schon schmerzhaft genug ist. Die müsst ihr dann vom Preis abziehen. Ich meine, der das Haus nach euch kauft, der muss diesen Umbau ja trotzdem durchführen. Das heißt, der hat dann diese Kosten und der wird dann entsprechend bereit sein, weniger zu zahlen für dieses Haus. Das heißt, es ist auch eine gigantisches Vermögensvernichtungsgesetz, gerade für den Mittelstand. Also den großen Wohnbaukonzernen, denen ist das relativ egal. Die können solche Umbauten locker finanzieren. Bei denen, die profitieren dann sogar noch, weil in Relation dazu ja ihre Häuser dann moderner sind als die von anderen Hauseigentümern. Die können sich dann vielleicht sogar billiger neue Häuser unter Nagel reißen. Aber wie gesagt, wenn ihr keine 100.000 Euro mal eben rumliegen habt, haben die wenigsten, wird das schwierig. Also, ja. Ja, und dann, das war das Beste, dann, als dann beispielsweise Sarah Wagenknecht dieses Wärmepumpengesetz kritisiert hat, da haben die Grünen einfach gesagt, ach, das ist ja recht, der Kulturkampf gegen die Wärmepumpe. Hier haben einfach nur Leute was gegen diesen notwendigen Fortschritt. Anstatt sich mal mit der sachlichen Kritik an ihrem Gesetz auseinanderzusetzen. Weiß der gar nicht, wie es uns geht. Wenn Sie jetzt mit einem Wort dieses Gefühl beschreiben müssten, das die AfD bei Ihnen auslöst, welches Wort wäre das? Ich kann das nicht mit einem Wort, weil es auf der einen Seite verstehe ich teile das nicht, aber ich verstehe, wie Leute dazu kommen, AfD zu wählen. Weil sie einfach, das ist die maximale Ohrfeige, die sie den Regierenden geben können. Zumindest empfinden sie das so. Weil sie den Eindruck haben, eben, da sind Politiker, die interessieren sich nicht für sie, die trampeln auf ihrem Leben rum, die machen ihnen das Leben schwerer. Und sie haben den Eindruck, wenn sie AfD wählen, dann schaden sie diesen Politikern am meisten, weil das ist sichtbar, dass sie sich ärgern. Objektiv ist es ja gar nicht so. Weil dadurch, dass die AfD eben leider Leute wie Höcke und anderen ihren Reihen hat und wirklich diesen extrem rechten Flügel, koaliert keine Partei mit der AfD. Das heißt, die Stimme. Naja, aber in Thüringen steht sie kurz vor der absoluten Mehrheit. Also ist übrigens auch ein starkes Argument gegen eine Wahl, dass das BSW in die Regierung geht. Wenn das BSW jetzt in die Regierung geht und als Teil so einer Allparteienfront gegen die AfD wahrgenommen wird, dann stärkt das die AfD. Dann holt Höcke in 5 Jahren vielleicht die absolute Mehrheit. Das ist kein unrealistisches Szenario. Das ist jetzt schon mit Abstand stärkste Kraft. Und dann haben wir immer, also da sagen ja mal alle, der ist so radikal, mit dem koaliert keiner, braucht er nicht. Wenn er die absolute Mehrheit hat, dann kann er durchregieren. Dann braucht er sich auch nicht mäßigen, ganz im Gegenteil. Dann kann er die Sachen, die er umsetzen will und die auf Landesebene möglich sind, auch durchziehen. Stimmen, die an die AfD gehen, sind ja für eine Regierungsmöglichkeit zunächst mal verloren. Und dadurch entstehen immer wieder Koalitionen, die... Die Analyse teile ich so nicht. Also das würde auch fürs BSW nicht gelten, wenn das BSW in die Opposition gehen würde. Die Partei kann aus der Opposition heraus das Overton-Fenster in ihre Richtung verschieben. Also man sieht doch sehr gut, wie der Diskurs um Migration heute aussieht und wie er noch 2015 aussah. Ich meine, 2015 wurde anders über Migration geredet, als heute geredet wird, eben auch, weil die AfD so stark geworden ist. Also die AfD hat es erfolgreich geschafft, das Overton-Fenster in ihre Richtung zu verschieben. Und das muss das langfristige Ziel sein. Also Willy Brandt hat das mal sehr schlau gesagt. Das ist jetzt keine originäre AfD-Strategie. Willy Brandt hat das mal sehr schlau gesagt. Mein Ziel ist es nicht, Politik für links zu machen oder für die Mitte. Mein Ziel ist es, die Mitte nach links zu verschieben. Also Willy Brandt hat auch schon gesagt, er will das Overton-Fenster nach links verschieben. Und genau das muss das Ziel des BSW sein. Also das BSW muss versuchen, gesellschaftlich die Debatte so zu verändern, Strukturen zu schaffen, eine eigene Öffentlichkeit herzustellen, sich parlamentarisch so eine starke Position zu erarbeiten, dass gar keine Politik mehr gegen die Grundsätze des BSWs gemacht werden kann, selbst wenn das BSW in der Opposition ist. Also selbst wenn das BSW in der Opposition ist, sollte die Regierung Angst davor haben, irgendein neoliberales Kürzungsprogramm auf den Weg zu bringen, einfach weil dann sofort die Opposition dadurch gestärkt würde, weil das gesellschaftlich total verfrieden wäre, so ein Programm umzusetzen. Das ist es aktuell nicht. Aktuell sind alle Parteien neoliberal. Die Regierung sollte Angst davor haben, Waffen in irgendeinen Krieg zu liefern oder so einen Völkermord, wie er gerade in Gaza passiert, sogar noch zu unterstützen. Also bei all diesen Sachen muss das Ziel des BSW sein, das Overton-Fenster in die eigene Richtung zu verschieben.
Also hin zu Frieden und Diplomatie auf außenpolitischer Ebene, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu einer egalitäreren Wirtschaftspolitik auf wirtschaftlicher Ebene. Das muss das Ziel des BSWs sein. Und die AfD hat das bei der Migrationspolitik, das muss man jetzt, glaube ich, so sagen, ganz egal, wie man zur AfD steht, da hat sie das geschafft. Die gesellschaftliche Debatte ist heute eine sehr viel andere als noch vor ein paar Jahren. Also jetzt auch bevor es das BSW gab, da haben ja dann alle koaliert, da hat die CDU mit den Grünen und alles, damit die AfD nicht dabei war. Und auch wir, dass wir jetzt überhaupt als so junge Partei in Koalitionsoptionen kommen, ist ja, weil mit der AfD kann man ja nicht zusammengehen. Und ja, und das BSW sollte diesen Fehler auch nicht machen. Also die AfD, es ist für die AfD sogar gut gewesen, aus langfristiger strategischer Sicht, dass die anderen Parteien gesagt haben, nee, mit euch wollen wir nicht. Denn das stärkt die AfD. Dadurch wird die AfD langfristig stärker. Und das würde auch fürs BSW gelten. Deswegen darf das BSW auf keinen Fall voreilig in irgendwelche Regierungen gehen. Damit schadet so eine Partei sich nur selbst. Also das hat man ja bei der Linkspartei gesehen. Das ist aber eine Schwierigkeit. Es wäre ja sinnvoll, wenn die AfD eine vernünftige Partei wäre, ohne Rechtsextremisten. Ja, dann gäbe es ja auch Möglichkeiten der Kooperation, nur das ist sie eben leider nicht. Aber würden Sie es immer ausschließen? Würden Sie immer sagen, okay, mit der AfD gehen wir auf gar keinen Fall zusammen? Also eine Regierungskooperation mit jemandem wie Herrn Höcke kann ich mir nicht vorstellen, weil ich hielte das für unverantwortlich. Und das Schlimme ist ja, dass die Höckes nicht schwächer werden in der AfD, sondern sie werden immer stärker. Ja, ich hätte also wenn die Höckes aus der AfD verschwinden, dann sind da nur noch neoliberale Transatlantiker, dann ist die AfD de facto sowas wie eine etwas radikalere FDP. Also dann ist diese Partei jetzt auch nicht sympathischer geworden. Also ich meine, das sind ja zwei Flügel, die man beide aus unterschiedlichen Gründen ablehnt. Rückblickend für richtig gehalten, als die AfD gestartet ist, da war sie noch keine rechtsradikale Partei. Aber da war sie neoliberal und transatlantisch, also genauso ausgeschlossen, mit der zusammenzuarbeiten. Eine konservative Professorenpartei. Damals hätte die CDU eigentlich, also im Grunde war sie Fleisch vom Fleische der CDU, also das war ja eigentlich das, was früher mal CDU war, war dann eben AfD teilweise geworden. Damals hätte die CDU mit der AfD koalieren können, das hätte sie wahrscheinlich auch entzaubert vielleicht, aber zumindest hätte es die Radikalisierung nicht befördert. Dadurch, dass die AfD aber von Anfang an so bekämpft und verdammt wurde, hat sie sich auch radikalisiert. Dann kamen die Höckes. Dann kamen die Extremisten und heute ist sie ja auch verankert in einem rechtsradikalen Milieu teilweise. Und das ist eben wirklich gefährlich. Das heißt, so wie sie jetzt ist, würden Sie mit ihnen aktuell nicht koalieren? Nein, sie. Koalieren kann man mit ihnen so nicht, also wegen der Person nicht. Mhm. Ja, aber jetzt spricht ja nichts dagegen, eine Minderheitsregierung zu tolerieren, würde ich sagen. Ich meine, das ist ja keine Koalition. Ist ja, du bist ja da nicht in der Regierung, du bist ja noch in der Opposition. Du stimmst der Minderheitsregierung halt nur dann zu, wenn sie halt vernünftige Vorschläge macht. Also genau das, was das BSW vor der Wahl gefordert hat, da brauchst du einen pragmatischen Umgang. Also das ist ja, und das ist das Dilemma. Das heißt, wir müssen unsere Aufgabe daran sehen. Und ich finde es auch nicht gut, Politik so. Also ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich Sarah Wagenknecht hier so kritisiere. Sie ist sicherlich eine der stabilsten Politikerinnen, die es im BSW gibt. Also sie hat ja auch vernünftige Positionen, aber das alles so zu personalisieren, also die AfD, das ist eine riesige Partei mit Zehntausenden von Mitgliedern, das ist diese eine Person Höcke jetzt zu beschränken, finde ich etwas kurz gegriffen. Also ich meine, man muss sich anschauen, ob man sein eigenes Programm durchkriegt. Und da kann man sagen, okay, Differenzen AfD und BSW sind zu groß, deswegen schließen wir gerade Koalitionen aus. Aber dann immer so auf diese eine Person zu gehen und zu sagen, deswegen können wir nicht koalieren, finde ich ein bisschen schwaches Argument. Also es geht ja nicht um einzelne Personen, sondern es geht darum, welche Politik wird im Land gemacht. Das, was unsere Wähler wollen, das, was auch teilweise die AfD-Wähler möchten, in einer Koalition mit den anderen Parteien durchzusetzen, dann würden wir mit CDU oder anderen koalieren, wenn wir das durchsetzen können. Ja, das geht mit der CDU nicht. Kann man streiten, also man sollte sicherlich verhandeln, aber man sollte auch die Verhandlungen dann abbrechen, wenn es eben nicht gelingt. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir es nicht durchsetzen können, werden wir auch in die Opposition gehen. Aber die Genau, das ist die richtige Ansage. Das muss, glaube ich, immer klar sein. Ziel solcher Verhandlungen ist nicht unbedingt, dass sie erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, sondern das Ergebnis kann auch sein, dass die Verhandlungen scheitern. Das sollte nicht vorher schon feststehen, ob man also es sollte nicht abstrakt das Ziel sein, keine Ahnung, Höcke zu verhindern oder solche Dinge, sondern es sollte das Ziel sein, sein Programm umzusetzen.
Frage ist, wer regiert dann? Wie ist dann der Osten zumindest noch regierbar? Frau Wagenknecht, wir haben eine Blitzrunde in diesem Format und die geht folgendermaßen. Ich stelle eine schnelle Frage, Sie geben eine schnelle Antwort. Wenn Sie ab sofort Kanzlerin werden, was würden Sie direkt umsetzen? Ich würde richtig viel Geld in die Hand nehmen, in Deutschland ein Bildungssystem wieder aufzubauen, das jedem Kind die Chance auf gute Bildung gibt. Das halte ich wirklich für das Elementarste für die Zukunft. Und ich würde alles dafür tun, die Kriegsgefahr zu verringern, also auf keinen Fall US-Raketen stationieren und mich dafür einsetzen, dass der Ukraine-Krieg auf dem Verhandlungsweg endet. Wenn Putin Sie jetzt anrufen würde, was würden Sie machen? Ich würde erstmal zuhören. Ich würde ihn fragen, unter welchen Bedingungen würde er den Krieg beenden? Gäbe es da eine Option, die auch für die Ukraine tragbar wäre? Was wäre ein Korridor? Wäre er überhaupt bereit, aktuell zu verhandeln? Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Das wäre das Erste, was ich fragen würde. Und B, was ist der Verhandlungskorridor? Worüber könnte man reden? Und ich erwarte eigentlich von einer deutschen Regierung, dass sie, selbst wenn jetzt Scholz nicht mit Putin reden will, aber dass es Kanäle gibt, es gibt ja Leute, die Kontakte dahin haben, auch aus der SPD, dass man das herausfindet. Was wäre ein Gang? Naja, zuerst, also bevor Deutschland überhaupt mit Russland direkt verhandeln kann, muss sich erstmal die deutsche außenpolitische Position ändern. Also ich glaube, eine Außenministerin Baerbock, die ist in Russland nicht so gerne gesehen. Eine Außenministerin Sylvie Madeleine beispielsweise, die würde man da viel eher anfangen. Weg. Wären die Russen zum Beispiel bereit, einen Waffenstillstand beim Einfrieren der jetzigen Frontlinie zu machen? Würden sie das machen oder würden sie es nicht machen? Ich weiß es ja gar nicht. Meine These ist, wahrscheinlich würden sie es machen, wenn der Westen anbietet, dann gleichzeitig keine Waffen mehr zu liefern. Aber ich weiß es nicht. Olaf Scholz, finden Sie? Ist leider ein sehr, sehr schlechter Bundeskanzler, der unserem Land sehr geschadet hat. Und der auch keinen Plan für die Zukunft hat. Ein sehr, sehr wankelmütiger Mensch, der zwar mit seinem Zögern teilweise versucht hat, Verantwortung zu bewahren, indem er eben nicht ins absolute Risiko gegangen ist, aber der immer wieder einknickt. Von der DDR kann Deutschland heute lernen, wie? Auch von der DDR? Ich finde, von den DDR-Bürgern, das ist tatsächlich, und zwar zu hinterfragen, was ihnen in den Medien oder auch von regierenden Politikern erzählt wird. Der typische DDR-Bürger hat ja nie geglaubt, was das Politbüro gesagt hat, und er hat auch nie geglaubt, was die aktuelle Kamera gesagt hat. Er hat immer versucht, sich anders zu informieren und zu hinterfragen und war sehr skeptisch. Und das ist etwas, was die Ostdeutschen heute ja auch noch sich bewahrt haben, was natürlich auch im Westen viele Menschen machen. Aber ja, ich glaube, ein bisschen mehr kritisches Selbstbewusstsein, das ist etwas, da ist der Osten noch einen Schritt weiter. Und letzte Frage in der Blitzrunde: In einer Regierung mit Friedrich Merz und Robert Habeck würden Sie? Oh Gott, politischen Selbstmord begehen? Also das halte ich für ausgeschlossen. Eine persönliche. Ja, das Gleiche gilt auf Landesebene. Das Gleiche muss auf Landesebene gelten. Hier Frage noch. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Wurden Sie eigentlich als Frau in der Politik oft unterschätzt? Also ob jetzt als Frau, als Politikerin schon. Also mir ist ja auch immer wieder, als wir zum Beispiel überlegt haben, wir haben es ja wirklich länger überlegt, das war ja kein Kokettieren, das war ja auch ein mit sich ringen, ob wir die Partei gründen oder nicht. Da ist ja von vielen prognostiziert worden, das klappt gar nicht, das wird sofort implodieren, die Wagenknecht kann nicht organisieren, das wird ein Chaoshaufen. Was löst es dann in Ihnen aus? Sind Sie dann jemand, die sagt so, okay, Leute, jetzt erst recht? Wie schauen Sie auf solche Debatten? Ein bisschen ja, also ein bisschen war das schon auch so, natürlich bin ja auch nicht ein Mensch, der frei von Ehrgeiz ist, also ihnen dann doch zu zeigen, dass man es kann, ja. Aber trotzdem habe ich immer wieder auch abgewogen, es bedeutet ja auch für das persönliche Leben natürlich, es hat sich ja alles verändert und ich hatte vorher natürlich viel mehr Zeit, auch zu Hause zu sein, mit meinem Mann Fahrrad zu fahren, schöne Dinge zu tun, das ist alles jetzt anders. Und jetzt nur aus Trotz, um es den allen zu zeigen, hätte ich es nicht gemacht. Ich habe es wirklich auch für politisch notwendig gehalten, weil einfach diese große
Leerstelle im politischen System da war und ich das Gefühl hatte, wir können die teilweise füllen. Wir bekommen hier in diesem Format auch immer User-Fragen, also Fragen aus unserer Leserschaft auf Focus Online. Und wir haben eine reinbekommen, die möchte ich gerne weitergeben, und zwar von Günther, der fragt, Höcke Wagenknecht, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Also das finde ich, also ich wurde ja schon oft gefragt, ob Unterschiede zu Frau Weidel bestehen, aber bei Herrn Höcke, glaube ich, ist das doch relativ überschaubar. Also wenn Sie Herrn Höckes Bücher, ich habe ja wirklich einen Teil davon gelesen, das ist ja ein Vokabular, also ich finde das menschenverachtend. Und also was ich vorhin auch aufgezählt habe, also Aderlass. Würde mir tatsächlich mal eine Debatte Höcke-Wagenknecht wünschen. Es wird ja bald die Debatte Höcke-Weidel geben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Darauf reagieren wir auch. Da werde ich mir, glaube ich, noch irgendwen dazu suchen. Da werde ich nicht alleine drauf reagieren. Aber Debatte Höcke-Wagenknecht wäre auch mal was Schönes. Höcke ist ja leider Landespolitiker, deswegen wird es dazu nicht so schnell kommen und der wird auch leider in keine Talkshows mehr eingeladen. Oder kommt nicht mehr bei Einladung, ich weiß es nicht, aber das stelle ich mir auch lustig vor. Also Höcke hat ja wirtschaftspolitisch dieses Konzept des solidarischen Patriotismus, da könnte Wagenknecht ihn bestimmt stellen und seine außenpolitischen Vorstellungen, die sind ja vernünftiger als die der Transatlantiker in der AfD, das muss man ja schon sagen. Deswegen wäre ich da auf eine inhaltliche Debatte auf hohem Niveau wirklich, es würde mich wirklich interessieren, was die beiden dazu sagen hätten. Man will 20 bis 30 Millionen Menschen sollen nicht mehr in Deutschland leben, auch solche, die schon sehr, sehr lange hier sind. Das ist doch eine Brutalität. Ich meine, ich habe vor kurzem, also es gibt ja auch tatsächlich, es gibt Menschen, die nie in Deutschland angekommen sind, die hier auch in ihrem eigenen Milieu leben und für die es sogar identitätsstiftend ist, unsere Kultur zu verachten. Die meine ich nicht, weil bei denen finde ich, ja, warum müssen die in Deutschland sein? Aber es gibt ja auch viele, die sind nach Deutschland gekommen, die haben einen Job gefunden, die arbeiten, die haben Familien gegründet. Ich hatte vor kurzem im Saarland in einem Taxi, das war ein Taxifahrer, ein Syrischer, der arbeitet tagsüber bei Saarstahl, abends fährt er Taxi, der hat sich ein kleines Häuschen gekauft mit einem Kredit, wo er wahrscheinlich noch ewig zahlen muss, deswegen fährt er auch Taxi, hat eine Familie gegründet und er ist damals 2015 nach Deutschland gekommen, sprach sehr gut Deutsch. Sollen wir solchen Menschen jetzt Angst machen, dass sie wieder aus unserem Land verschwinden? Also das halte ich wirklich für überhaupt nicht akzeptabel. Und Ja, das sehe ich genauso wie Sarah Wagenknecht. Das biologistische Bild einer Nation, also ich selber habe einen iranischen Vater, bin ich jetzt für Herrn Höcke, bin ich jetzt deutsch oder nicht deutsch? Also für mich ist Nationalität doch eine kulturelle Frage. Es muss schon ein gemeinsames kulturelles Gerüst, es gibt gemeinsame Traditionen, es gibt auch gemeinsame Bräuche, das ist alles wichtig, auch eine gemeinsame Identität. Aber das hat doch nichts mit Genen zu tun, nichts mit Vorfahren und mit Vererbung. Und das ist wirklich, also da ist der Rassismus und auch der Rechtsextremismus bei Höcke und bei anderen in der AfD sehr, sehr präsent. Und ich finde, das ist eine Position, die ich zutiefst ablehne. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Wirtschaft werfen, als Unternehmerin, Investorin bin ich da sehr viel unterwegs, auch in der Startup-Szene. Ich muss sagen, ich mache mir da große Sorgen, weil ich merke, dass ganz viele Investoren, Investorinnen sagen, Mensch, ich gucke mal stärker auf mein Geld. Und viele Startups, die wachsen, die auch gerade vielfältig unterwegs sind, sagen... Ja, im Moment sagen das vor allem viele wegen der Zinswende, wegen der EZB, die das BSW übrigens auch als eine der wenigen Parteien kritisiert hat. Also die SPD, FDP, Grüne, die waren alle für diese Zinswende. Das BSW hat die kritisiert. Und die Zinswende, wie sich jetzt herausgestellt hat, war auch vollkommen überflüssig. Also das weiß man aus der Erfahrung von Ländern, die diese Zinswende eben nicht durchgeführt haben, sondern die Zinsen niedrig gelassen haben, wie Japan oder China. Dort ist die Inflation auch wieder zurückgegangen. Also diese Zinswende war nicht notwendig, um die Inflation zu senken. Sie hat einfach nur die Wirtschaft abgewürgt und dafür gesorgt, dass beispielsweise der Wohnungsmarkt so stark einbricht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Bock habe, hier in Deutschland zu bleiben. Was ist als Partei Ihre Antwort darauf, dass die Wirtschaft schrumpft? Also wir haben eben so viele politische Fehlentscheidungen, dass der Rahmen zurzeit wirklich schlecht ist. Also das fängt beim Bildungssystem an. Das geht
zur Infrastruktur. Also das ist ja, sag mal, wenn man sich anguckt, wie andere Länder, was schnelles Internet angeht oder auch was schlicht auch Hochgeschwindigkeitsstrecken bei der Bahn, überhaupt intakte Brücken, intakte Straßen, also eigentlich das Banalste, das ist in Deutschland alles nicht mehr da. Das ist, vertreibt natürlich auch Unternehmen. Wir haben die extrem hohen Energiepreise, die für viele ein richtiges Problem sind, weil sie ein akuter Wettbewerbsnachteil sind. Wir haben gerade F-Nord im Chat. Ich bin halber Türke, der hier gearbeitet hat und integriert ist und habe einfach null Angst vor der AfD. Ich kenne auch keinen mit Migrationshintergrund und auch keinen, der sich wie ein normaler Mensch hier verhält, der Angst vor der AfD hat. Es sind immer nur die Kaputten. Okay, ja, das ist deine Einschätzung. Also was lese ich tatsächlich auch häufiger, obwohl die AfD ja von Migranten tatsächlich unterdurchschnittlich gewählt wird, vor allem von außereuropäischen Migranten. Überbordende Bürokratie, die gerade jungen Unternehmen oft das Leben schwer macht. Und an all dem würde ich dringend etwas ändern. Das kann man ja ändern. Also die hohen Energiepreise sind teilweise wirklich politisch gemacht. Also es gibt erstmal einen Haufen Abgaben und Steuern am Strom. Dann hat man zum Beispiel durch die Netzprivatisierung quasi Selbstbedienungsläden geschaffen. Man hat ja sehr, sehr hohe garantierte Renditen für die Netzbetreiber. Das muss nicht sein, ist aber nochmal, die Netzentgelte sind ja deswegen auch nochmal gestiegen, weil die garantierte Rendite hochgesetzt wurde. Das ist alles falsch. Dann diese Idee der Grünen, man könnte die ganze Volkswirtschaft mit Sonne und Strom, mit Sonne und Wind versorgen. Es funktioniert nicht, weil wir eben in einem klimatischen Raum sind, wo die Sonne oft nicht scheint, wo der Wind oft nicht öfter nicht weht. Und dann haben wir eben am Ende sind wir abhängig noch von fossilen Energieträgern. Die Frage ist eben, welche. Und da müssen wir preiswert einkaufen. Das ist in unserem elementaren Interesse. Sicherlich sollte man sich auch anschauen, wie sind die Banken aufgestellt, wie ist der Kapitalmarkt, was Finanzierungen angeht. Da sind ja jetzt auch gerade Entscheidungen bezogen auf die Commerzbank, die ich mit großen Fragezeichen sehe. Also weil Unternehmen brauchen ja Kredit, das heißt, sie brauchen günstige Kredite, dafür braucht man einen vielfältigen Bankensektor. Also all das, da kann man viel machen und muss man auch. Und wenn Sie es jetzt runterbrechen würden auf zwei Dinge, die Sie gerade als politische Akteurin im Wirtschaftsbereich sofort umsetzen würden, damit es uns als Zinsen runter, Steuern runter. Das sind schon zwei Maßnahmen. Oder sagen wir Zinsen runter und Sanktionen gegen Russland aufheben. Wie gesagt, Steuerreform. Also es ist immer blöd, wenn man nach zwei Maßnahmen gefragt wird. Fragt doch einfach nach den wichtigsten Maßnahmen. Unternehmerinnen und Unternehmern besser geht in diesem Land, was wäre das? Ich würde tatsächlich die ganzen Verordnungen und Berichtspflichten und all das, was in den letzten Jahren dazugekommen ist, erstmal sehr, sehr radikal durchforsten, was man davon braucht und was man nicht braucht und was wirklich auch weg kann. Teilweise ist das ja auch von der Europäischen Union gekommen, aber ehrlich gesagt, man muss auch nicht alles als Musterschüler umsetzen, was die Europäische Union uns auferlegt. Andere Länder machen das auch nicht. Also hier wirklich radikal abspecken bei Berichtspflichten und bürokratischen Auflagen, das ist das eine. Und die Energiepreise massiv senken, indem wir wieder preiswertes Öl, preiswertes Gas kaufen. Und ich meine, ich will das nicht unbedingt in Russland kaufen, aber bisher hat noch keiner eine Idee gehabt, wo wir es sonst herkriegen. Also sollten wir, so wie andere Länder ja übrigens auch, also Russland verkauft das ja, es schadet ihnen ja gar nicht, dass wir es nicht mehr kaufen. Wenn wir keinen besseren Lieferanten finden, dann sollten wir auch russisches Öl und Gas wieder kaufen. Wichtig ist ja, dass es preiswert ist. Und natürlich dieses ganze falsche Design am Strommarkt, die angebliche Energiewende, die dann zu negativen Energiepreisen führt, die dann wiederum der Steuerzahler subventioniert. Also diesen Weg würde ich verlassen. Wenn jetzt alle Stricke reißen und es mit der Politik doch nicht klappt, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, in die Wirtschaft zu gehen? Also ich hatte ja durchaus, ich hatte ja tatsächlich die Entscheidung, als wir überlegt haben, die Partei zu gründen, wäre ja meine politische Karriere andernfalls zu Ende gewesen. Und ich hatte mich eigentlich wirklich damit arrangiert, schon sogar mit einem gewissen positiven Ausblick, dann wirklich als Publizistin und Autorin zu arbeiten, weil mich das auch, das macht mir natürlich auch Freude. Ich habe ja auch immer diese Buchlesungen gemacht, wo man mit den Menschen auch sehr ins Gespräch kommt. Und Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben, das ist etwas, was mir liegt und wo ich natürlich auch das Gefühl habe, ich kann damit natürlich auch für bestimmte Konzepte werben. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, dann würde mich Folgendes interessieren. In 10 Jahren leben in Deutschland weniger oder mehr Personen mit Migrationshintergrund als heute?
also es werden sicherlich mehr sein, wenn man, selbst wenn man, man wird ja nicht auf null reduzieren, aber es das, was wir zurzeit, also diese irreguläre Migration, diese riesigen Zahlen, das darf man nicht so weiter laufen lassen, weil das unser Land einfach überfordert. Und in 10 Jahren ist die NATO? Ja, Macron meinte ja schon mal vor vielen Jahren, sie sei damals schon hirntot. Also ich denke, dass die NATO in der jetzigen Form wahrscheinlich keine Zukunft hat, weil sie eine Führungsmacht hat, die primär auf die eigenen Interessen setzt, auf die eigenen Interessen schaut und sich auch wirklich sehr, sehr rustikal und rüde über die Interessen der anderen Partner hinwegsetzt. Und ich meine, der nächste US-Präsident, das ist ja eine offene Frage, könnte wieder Donald Trump sein. Donald Trump verkörpert das noch mehr, also America First. Er ist sozusagen der Präsident der Amerikaner und er wird auch nur deren Interessen im Mittelpunkt sehen. Aber auch Kamala Harris, genauso wie Joe Biden, haben ja in erster Linie die US-Interessen im Auge. Und es ist ja leider ein offenes Geheimnis, dass jetzt die USA durchaus, es gibt maßgebliche Kreise, die zumindest schon mal auf dem Schachbrett durchspielen, wenn sich der Ukraine-Krieg ausweitet, wie man es dann zumindest hinbekommt, dass es nur auf dem europäischen Kontinent bleibt und die USA nicht davon betroffen ist. Und Europa muss sich davon stärker lösen und eine eigene Politik machen, weil sonst kommt es dazu. Und das wäre ja tödlich für uns. Und in 10 Jahren ist die Ukraine? Ich hoffe, ein Land im Frieden und ein Land, in dem auch diese furchtbaren Wunden, die jetzt gerissen wurden, auch dieser Hass, der jetzt entstanden ist, langsam heilen. Die werden in 10 Jahren nicht weg sein. Und die letzte Frage zum großen Finale. In 10 Jahren ist Sarah Wagenknecht? Kanzlerin. Das werden wir sehen. Mal schauen. Dann treffen wir uns in 10 Jahren hier nochmal. Und dann schauen wir, wo Sie sind. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Sehr gerne. Jo, damit verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, übliches Fazit, wie in den letzten Wochen auch. Ich hoffe, dass das BSW sich nicht voreilig irgendeiner Regierung anschließt, wo es dann sein Programm nicht umsetzen kann. Das würde dem BSW selbst auch langfristig sehr, sehr schaden. Ja, und so deutlich auch Sarah Wagenknechts Äußerung, dass man sich nicht leichtfertig irgendeiner Regierung anschließen wird. Aber ja, wir werden es sehen. Ich hoffe wirklich, dass das BSW hart bleibt und jetzt nicht den Fehler begeht, den die Linkspartei schon zu häufig begangen hatte. Also die Linkspartei ist ja jetzt nicht ohne Grund untergegangen.